Wir haben zwei Einsätze. Sie setzen hier vorne jetzt Ihr Gemüse rauf. Ich nehme in dem Fall jetzt meine Kartoffel. Wichtig ist, sie muss festsitzen. Dann stecken Sie das auf, das Unterteil drauf. Und den Rest macht eigentlich das Gerät, weil wir haben hier ein Gewinde. Sie können das nicht zerquetschen, weil der Druck durch das Gewinde immer gleich ist. Und Sie werden merken, wie leicht das geht. Und daran merken Sie auch die Qualität. Und jetzt schauen Sie sich mal an, was da rauskommt. Das kennen die meisten aus dem Urlaub, vom klassischen Radi aus Bayern. Aber machen Sie mal für einen Salat Ihre gelbe Rübe, Ihre Karotte so. Machen Sie mal den Radi, nehmen einfach nur ein bisschen Blattsalat und peppen das Ganze auf. Oh, meine Nudeln, die kochen jetzt aber ganz schön auf. So. Und Sie merken, wenn das Ganze fertig ist. Wenn das Gewinde unten angekommen ist, geht es einfach nicht weiter. Dann ist Schluss. Mit den Messern kommen Sie nicht in Berührung, weil die innenliegend sind. Jetzt drehen Sie das Ganze wieder auf. Und das Einzige, was bleibt, ist so ein kleines Stück Karotte oder Kartoffel als Rest. Ich sage immer, zum Naschen für den Koch. Und diese Spiralen, da habe ich hier drüben mal Chips selber gemacht. Da habe ich, das sind normale Kartoffeln, daneben, das sind die, die Süßkartoffeln. Die habe ich im Airfryer gemacht, also auch ohne Fett. Und das ist natürlich, ja, da kann man wirklich mal sündigen, ohne zu sündigen.